Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Mit dabei heute haben wir Andy, Acidburn, Bluto-Kaskade, Lukas370Z, Filmexperte, Nunulix, Kuru, Ares, Bombe, Max Jager und Supply. Grüßt euch. Hallo. Ja, und am Anfang der Folge ist natürlich die große Preisfrage. Was haben die Space Commander gemeinsam mit der Formel 1, Fast and the Furious und Nintendo zu tun? Und das Ganze gepaart auf der Hot Wheels-Welt? Richtig, wir fahren wieder mal ein großes Rennen, diesmal das große Peel-Rennen hier in der Hot Wheels-Welt. Und das sind, wie gesagt, unsere Teams. Wir gehen es einfach mal ganz kurz durch. Und zwar einmal haben wir das Team Nintendo als Stargast mit dabei, Kirby, Pikachu und das Bullet Billy. Dann haben wir einmal dabei die Space Commander mit NASA, SpaceX-Programm und natürlich Buzz Lightyear ist auch mit dabei. Natürlich darf nicht fehlen aus dem Space Command. Dann haben wir natürlich Formel 1, Ferrari, Red Bull, Alpine ist dabei und dann natürlich Fast and the Furious. Man kennt sie. Genau das sind nämlich die originalen Fahrzeuge. Das andere sind nur billige Imitate. Die Peel waren es nämlich, die sie da gefahren sind. Es fehlt leider die Unterbodenbeleuchtung beim Silbernen da hinten, aber man kann es sich ja schon vorstellen, schon auf jeden Fall. Eine geile Nummer. Ja, ich würde sagen, wir verlieren auch keine Zeit und starten direkt rein ins große Rennen. Ja, und zum Start des Rennens gibt es für mich nur eins zu sagen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Woo! Denn ich bin natürlich im Lightyear-Design. Natürlich. Ey, nicht abdrängen. So, Fahrzeuge sind ein bisschen getuned, weil sonst würden wir diverse Abschnitte nicht schaffen. Und auf 100 schafft er. Oh Jesus, er schafft noch mehr, glaube ich. Oh, SpaceX fliegt ab und räumt fast die Nase ab. Das ist natürlich nicht so geil. Sei mir das ist ein Schuss. Das ist echt Alter, das Auto echt. Also Lenkung gibt's nicht. Nee. Wie viele Gänge hat er? Sechsten Gang gibt's auch noch. Okay. Ich weiß Bescheid. Ja, ist ein bisschen schneller jetzt natürlich als das große Setterin. Aber wie gesagt, wir müssen es natürlich so machen. Dafür fahren wir aber, wie ihr oben links seht, 5 Runden. Mitten durch. Scheiße. Ich bin mal gespannt, wann es die ersten Verluste gibt. Oh Jesus. Au. Was ist denn für ein Ganggetriebe dabei, Bruder? 6 Gang. Aber mit einer Besonderheit. Aber die stellst du im Laufe der ersten Runde raus. Das ist eine Besonderheit, dass das 6 Gang ultra lang ist. Das braucht man, glaube ich, noch. So. Ich denke mal, dass Ferrari wahrscheinlich das Ding dominieren wird. Denk bis zur Mitte des Rennens und dann bei der Strategie dann verkacken wird, leider. Ja, ich habe mich schon erfolgreich von P7 auf P7 vorgearbeitet. Ich bin sehr stolz. Ich komme gerade auch noch nicht weiter voran, aber. Let's go. Die Orange ist super, fühlt sich auf Orange im Boden hoch. So ist der Charger, Peel Charger so schnell. Bin ich schon und tiefer Gang. Wieso seid ihr überhaupt so schnell? Weil der Peel Charger keine Power hat, sondern Familie. Stimmt. Oh. Familie auf Platz 1. Das ist natürlich wohl wahr. Natürlich ist irgendwie leicht. Lukas, wie ist der Windschatten so? Der Windschatten. Kommst du mich ganz schön ran auf die Geraden? Ja, mal gucken, wie der Zeitfortschritt so ist. Jetzt ja vielleicht mal hier morgen. Noch. Das kann Gott, sein. Bitte nicht. Ich habe mal alles drin gelassen. Box vor dem das. Sollte auch im Box vor dem das. Sollte. Okay. Eine nasse Strecke habe ich getestet. Der Red Bull-Fahrer aufpassen, das könnte der. Ja, ich sag mal so: Mit Plastik kenne ich mich quasi aus. Von mir gibt es ganz viele Spiel-Action-Figuren. Ist das kann nicht jeder von sich so ein Kannibalismus eigentlich, was hier passiert, dass wir auf den Strecken fahren, die aus dem gleichen Material bestehen wie du?
So wie ich. Ich stehe ja nicht aus Plastik. Das seid ihr natürlich. Hast du nicht den neuen Lightyear-Film gesehen? Tja, nee. Da hast du was verpasst. Dann wüsstest du nämlich, dass das nämlich nur das Spielzeug ist. Eieieiei. Ja, ich verstehe gerade, warum ihr so schnell seid. Was mache ich? Gib Gas. Gas, hä? Okay, bei mir hast du mich nicht berührt. Auf jeden Fall. Du warst bei mir ein gutes Schlagwerk. Netzwerk ist wieder absolut synchron. Ja, oh leck damit auf den Alter. Mein Gott, zumindest versuchen zu können, so viel Kurve, bitte. Ray, mein Gott, kommen. Muss das sein? Hä? Ja, bitte? Der hat auch gute Zeit gegeben über mir. Ja, Pluto, was noch mal? Ich verstehe euch voll schlecht, ey. Ja, du hast mich gerade schön gedeift. Ja, das ist korrekt. Ich hab die Familie, geärgert. Andi, danke für den Windschatten. Ey, ich hab einen Laser, ja? Ich weiß ihn auch einzusetzen. Ich finde es nicht cool, dass ihr so schnell seid und ich so langsam. Man muss halt dazu sagen, dass Filmexperte und Pluto da ein bisschen einen leichten Vorteil haben. Die haben das Ganze nämlich im Vorfeld schon getestet. Aber spätestens in Runde 15 war genauso geskillt. Ja, mehr Leistung habe ich aber trotzdem nicht. Das ist korrekt. Guck mal, da bremst hier. Braucht man nicht. Ja, aber danach. Wobei doch. Ey, was zur Hölle mache ich falsch? Ich gebe doch genauso Gas wie ihr. Man muss halt dazu sagen, das Ding fährt sich jetzt nicht unbedingt genial. Oh Gott, ich verpasse gleich einen Checkpoint. Ja, nee, doch nicht. Der auf Funktionalität ausgerichtet. Wow. Hau rein. Ja, ich aber auch, ey. Mein Auto ist einfach geradeaus weiter gesucht. Oh, Genius. Gott. Oh, ja, gut, wir sind auf Hot Wheels, ne? Da fährt man halt mal ein bisschen mehr mit Banden. Das ist doch vollkommen klar. Wieso seid ihr so schnell, ey? Schalten. Ganz geil. Ich glaube, man muss den roten Bereich halt extrem ausreizen bei dem Ding. Ja, ja, ist halt unintelligent, wenn man auf Automatik fährt. Down the inside vom Alpin. Wer dein Windschatten? Wahnsinn. Auch Windschatten, gib mir Windschatten. Ja, bei mir sind wir so zu weit weg. Ich will aus dem Windschatten. Ja gut, aber Bruder, bei dir ist ja Kompressor geladen, denke ich mal, oder? Aufladung. Ja. Bei dir kommt eine spannende Stelle. Wir haben Turbo und der Rest, ja, wir haben gar nichts, sehe ich gerade. Okay. Was soll denn da für Turbo sein? Hey. Daniel, ich glaube, du hast eben schon Becker vom Becker oder was? Gang-Getriebe. Wie wieder? Der Nussschnecke vom Becker oder was? Egal, naja, und? Also alles, hast du schon mal den kleinsten Turbolader der Welt gesehen? Der ist nicht groß. Nee. Ja, siehst du mal. Übrigens vom gleichen Hersteller wie vor der kleinsten Violine der Welt. Ah. Hoffe. Oh Gott. Irgendwas. Okay. Ich der GTR wurde. Ich erinnere mich an die Sequenz von Fast to Furious. Das war quasi der Outtake. Überholmanöver. Du bist ein kleines Sackgesicht. Was macht ihr denn hier? Was ist denn hier? Ja. Vielleicht also. Ein bisschen höher an. Ja, ich häng auf. Wow. Scheiße, ich überschlag. Ich bin da mal weg, ne? Ich glaube, man muss echt ein bisschen von den Banden wegleiten, ne? Ich häng im. Ja, ich bleib grad hier komplett runter. Nein, ich runter. Oh, jetzt hab ich. Mann, was ist denn das? Da komm ich gar nicht hoch hier. Oh fuck, Alter. Oh krass. Oh krass. Okay, das ist heftig. Also muss man ganz weit oben bleiben, sonst. Ja. Oh, ja, Gott sei Dank. Kann ich vergessen. Aber da sieht man mal selbst Bludo mit seiner jahrelangen Peel Trident Hot Wheels Erfahrung. Hat fast aus dem Leben geholt. Ja, ich gummi nicht mehr weg. Die Magnetstrecke geht voll klar, ne? Aber. Ja, Anlauf holen nochmal. Ja. Schön zu ist mein Mannequin extra schön umgekleidet. Daniel, verteidige dir den Sieg für die Familie. Mal schauen. Aber guck mal Kuro an, ey. Richtiger Geheimfavorit. Der ist quasi eingesprungen in der Folge. Und räumt hier direkt alles ab. Runter.
Ja, Fähig ist Pferde hauen gerade. Man kann aber aus den Fehlern der anderen lernen, sehe ich gerade. Nein! Das. Oh oh. Okay, das war. Die stellen hier. Das kommt gleich noch. Mal. Nur härter! Hilfe! Hilfe! Nein! Oh nein, du machst Roadblock! Wie assi ist das denn? Ja, sorry, ja, komm, ich hab mich überschlagen. Digga, Mann! Viel! Aber warum überschlägst du dich? Das ist richtig. Mann, wieso geht das nicht? Das ist hässlich. Also, die Strecke beinhaltet auf jeden Fall ein paar spannende Momente. Ich werde nie wieder wegkommen. So, und ich bin wieder auf P7, da sehe ich mich. Ja, gar nicht so verkehrt. Filmexperte, 5 Euro oder was? Bisschen höher, bitte. Wie zur Hölle habt ihr das geschafft, ey? Mit Anlauf und außen. Frag mich. Nicht, der ganze Schwung wurde mir geraubt. Filmexperte, 5 Euro und unfassbar. Vergiss es. Nein. 6 Euro. Und wieder. Aber der Trick ist, so viel Reifen wie möglich zu nutzen. Das klingt jetzt komisch, aber die Schwerkraft ist mein Gegner. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ja, die Schwerkraft ist tatsächlich ein bisschen der Gegner auf meiner Seite. Lukas, bleib, pass auf. Oh, ist da vorne ein Beschleuniger? Ja. Das könnte ja jetzt spaßig werden. Jetzt, hier geht's jetzt ab. Vielleicht gibt's dadurch auch den 6. Gang. Come on, come on, come on. Nee, 6. Gang ist überbewertet. Das 6. Gang ist überbewertet, gleich explodiert einfach nur der Pier. Niemals. Also, Wallriden ist gerade mal anders. Wir holen auch. Ohne Wallriden, glaube ich. Also, hier eine saubere Runde hinzubekommen, Respekt, würde ich sagen. Oh nein! Es gibt ja die Mission, auf jeder Strecke eine saubere Zeit im Time Trial Modus zu schaffen. Viel glaub, Spaß mit dem Wagen dafür zu nehmen, wird lustig. Ja, es ist quasi die neue Dark Souls Herausforderung. Ja. Nee, Dark Souls ist schaffbar. Ja, ach so, meinst du? Okay, dann halt Dark Souls 3, Entschuldigung. So, ich habe hinter mir 5 Kilometer keinen und vor mir nicht. Super. Ich habe Ackermann nach hinten geguckt, aber der Ferrari ist nicht sichtbar. Filmexperte ist hier auf und davon. Was fährst du nochmal, Filmexperte? Pier Trident. Nein, ich meine. Achso, die Super. Also, ja, Super, mit dem berühmten. Ja, ist schon ein bisschen verhext, dass die Fidel-La-Familie hier vorne vertreten ist, ne? Das ist ja. Pikachu kann kein Auto fahren, hab ich festgestellt. 300 fast? Das habe ich auch schon festgestellt. Ja, deswegen gibt's ja auch keinen Pokémon-Kart. Schon mal aufgefallen? Es gibt von allem ein Kartspiel gefühlt. Ah du, das kommt noch. Aber es gibt kein Pokémon-Kart, glaube ich. Jetzt pass auf, wahrscheinlich gibt's das in Japan. Nur hat's noch nie über den großen See geschafft oder so. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 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 oh. Ich bin auf meinem Kotflügel. Weil ich denke, wahrscheinlicher ist das. Man irgendwann Pikachu bei Mario Kart sieht. Ja. Nachdem wir Link da ja schon hatten und Sonic, glaube ich auch schon mal. Ist irgendjemand schon in der zweiten Runde? Aber hat Sonic nicht noch ein eigenes Kart-Game? Nee, das war ein Smash, genau, in Smash war Sonic. Alle außer ich halt. Sonic selber hat ja All-Star Racing. Ja, genau. Beigefühlt alle solche so Kart-Spiele, die nicht Mario Kart sind, scheiße. Schatten von der Bullet Billy. Können Sie bitte weggehen? Ne, ich schieße jetzt ab. Nee, ich hab hier den Schuss, Alter. Dann nehme ich hier einen Laser. Und ich bin voll Laser, wie ich dann abgehe. Beim Abschießen kann man hier nur an der einen Bremsstelle. Hier Special Effects einfügen, bitte. Piu, piu. Ja, ich stehe dann gerade bei den Gegner, ich abwehre das einfach. So, die Frage ist, wann kommt man Reifenplatz an? Oder Motorplatze. Müsstest du nicht inzwischen schon eine 5-Stimm-Strategie durchgehen? Ja, Stopp-Schaden habt ihr auch nicht alle eingestellt, ne? Das war ja... Natürlich. Oh Gott, da würden wir halt nicht ankommen. Nein. Hat jemand auch so ein taubes Gefühl im linken, im rechten Zeigefinger? Mhm. Welcher rechte Zeigefinger? Ja, deswegen habe ich den quasi abgeklemmt. Ja. Ne, ich wechsle zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Das Gott, ganz bin ich langsam, ey. Das ist ja schlimm. Gekonnt. Mache ich übrigens, wenn ich mit dem Lenkrad fahre, auch. Ja. Mit dem Pedal. Da wechsle ich natürlich auch meine einzelnen Zehe ab. Und dem... genau. Gleicher Gedanke, perfekt. Das ist sehr anstrengend. Oh, hier, Uprafting. Oh, das hatte ich geglaubt. Können wir mal jemand ein paar Pass abgeben?
Nee, die brauche ich selbst. Ich glaube, PS sind hier nicht so entscheidend. Eine Krip wäre hier ganz gut. Ich glaube, Krip wäre gut, ja. Ja. Hätten die Forza-Flügel noch drauf gemusst. Also ja, genau. Wenn ich dann schaffe, noch irgendeinen zu überholen, dann habe ich alles gewonnen hier. Ich glaube, es gibt so ein paar fiese Stellen. Wenn ich schaffe, ins Ziel zu kommen, dann bin ich schon stolz. Oder allein die Stelle, wo ein Gefühl hängt. Ich dachte wirklich, dass Christian Minute vor mir ist. Nein! Oh Gott, du hast mich so in diese Kante gekippt. Es kann durchaus möglich sein, aber ich habe euch alle vorhin, als ihr da festhinkt, überholt. Ich bin 10 Minuten hinter euch. Genauso gemacht. Ja, das war halt mein Boxenstopp. Das können die nicht so, die Ferraris. Ach, die können sie auch ganz gut. Und ich habe mir gedacht, ich bleibe nur eine Runde länger draußen. Komm schon, krieg dich ein Peel. Ja. Schade, dass die Hinterachse schon schwierig unter Kontrolle zu bekommen. Das Auto ist schwierig unter Kontrolle zu bekommen. Weil ganz da vorne irgendwo sehe ich so einen Pixel noch rumfahren. Das könnte Filmexperte sein. Experte, überschlag dich doch einfach. Du siehst die? Was soll ich mich hier denn immer schon... wenn Kubo ich da und ich uns weiterhin abschießen, dann holt eher Bluto auf, als dass wir Filmexperte aufholen. Ich meinte, ihr könnt euch auch zu dritt abschießen. Dann ich glaube, Platz 1 Platz 1 bis 4 kriegt man schnell so eine Stop-and-Go-Strafe. Ja. Ich finde halt lustig, dass der Trident bei mir immer in irgendeine Richtung hängt. Also er ist nie quasi gleich, sondern entweder hängt er in die eine oder in die andere Richtung ab. Also das Getriebe ist nicht zum Vorteil Automatikfahrer. Oh Gott, ich bin auf der Seite. Jetzt kommt der ran. Muss man auch ganz ehrlich gestehen, wir haben es nicht mit Automatik gefahren, das ist jetzt. Ja, ich Automatik ist wahrscheinlich im sechsten Gang. Das ist Katastrophe mit Automatik, da kommst du nicht vom Fleck. Ja, weil er ständig in den sechsten Gang schaltet, der Lukas. Ja, der schaltet die ganze Zeit in den sechsten Gang und dann verhungert ich gerade. Was ist los? Was ist ich? Was ist mit der ganze Zeit schon auf dem Platz? Ja, da muss noch mehr gehen. Selbst wenn Monster das nicht überholen, glaube ich, dass wir beide nicht mehr nach vorne aufkommen. Ja, aber es können ja auch andere noch da an dem Baum, an diesem, an dieser riesigen Steigung hängen. Ja, mach das mal vor. Mach das mal vor, Daniel. Ich weiß, dass man sich Wolfgang das raus und dann... Ja, aber... kein Interesse. Doch. Du hast da jetzt Interesse dran. Andi, du fährst Ferrari, du musst umgekehrte Psychologie machen. Du musst es dir abgucken und dein Team verkackt es ja dann eh, also machst du es dann richtig. Ich verkacke eh alles. Aber jetzt kommen wieder die Schlüsselstellen gleich hier. Ja. Jonathan, bleib mal stehen. Nee, alles gut. Du warst hier. Ja, ich versuche so 175, mehr geht gerade nicht mehr. Ja, schwierig. Aber ihr seid schon ein bisschen angekommen. Ja, ich hab's geschafft, ohne anzuecken. Die Brezel. Du hast so einen Laser, das kann gar nicht sein. Seid ihr denn? Das ist ja ein Laser, das ist ja ein Laser. Ich hab nichts Besseres gefunden. Ich hab hinter mir einen, vor mir einen, der 20 Kilometer gefühlt entfernt ist. Und bisschen Angst, ganz hinten fährt auch noch irgendein Pikachu oder so. Also, mein persönlicher Sieg wäre, wenn ich nicht überrumpelt werde. Ja, ich glaube, das ist über mir. Das ist überrumpelt zu werden. Ja, sag das mal nicht. Da ist er. Na, jetzt nach unten, fahrt ihr hoch. Mach das Unmögliche wahr. Aber da vorne war jetzt wieder Captain Baum. Gut, sei lieb zu mir. Morgen von Toyota ist ja nichts, ist unmöglich. Also vielleicht auch eine Überrundung nicht. Pikachu, hol deine Freunde und bring mich nach vorne. Hi, Pluto. Ja, hallo. Wie geil der Pil halt einfach ins Plastik reinbackt. Hier kippt er halt ziemlich runter. Also vor der Magnetbahn. Right. Die ihr seid schon bei der Magnetbahn, Alter. Lukas, mach mal ein bisschen langsamer. Nö, sehe ich nicht. Doch, lass mal den Schatten vorbei. Ich finde die Abstände total schwer einzuschätzen, weil das Speed hier immer so unterschiedlich ist. Jo. Okay. Das war okay. Ja, du bist ja ganz irgendwo vorne. Oh, easy. Wenn man weiß, wie man uns fährt, dann weiß man, wie man uns fährt. Na, ist es wie ist bei dir? Das ist auf die Magnetbahn drauf, mit Kontakt in der Wand lief es bei mir. Oh cool. Also ganz oben hinfahren ist auf jeden Fall schon mal nicht der Trick gewesen. Alter, ich häng gerade auf der Magnetbahn und werde nach links und rechts gesteuert. Das ist ja schrecklich. Das ist gut wieder vor mir. Gar kein Sinn. Du hast dich wieder eingekriegt hier. Ja, aber hier kommen jetzt wieder die Stellen, wo man leicht runterfällt. Oh, ich bin gar nicht runtergefallen, Alter. Ja, wenn du mich jetzt wieder roadblocks. Na,
Mann, Vollgas. Also Fazit, fahre nicht mit. Ich liege auf dem Dach. Ja, das geschieht dir jetzt gerade nicht. Jawohl, sehr schön kritisch. Wenn du mich geroadblockt hast. Oder wolltest. Ich habe auf dem Dach gelegen. Muss mich jetzt nicht. Ist Ray dran. Weg. Ja, ich häng, ich komm nicht mehr weg. Ja, das, da braucht man nur ein bisschen. Ich wurde irgendwo da ganz vorne ist einer. Alter, da wie vorne heftig ist das einer. Denn? Wie heftig ich jetzt blockiert wurde. Also, ich dachte eigentlich, ich hab's ganz gut gemacht, aber es hat einfach ultra gehangen. Kuro, ich ess dich auf. Ja, ich sehe Wallriding. Kuro, was hast du denn gemacht? Ich hab mich überschlagen, lieg da und musste mich resetten. Ja. Das hat mich dann den ganzen Loop hin wieder nach hinten fallen lassen. Wichtig hier ist, dass man, glaube ich, nur so einen Nein! leichten Bouncer macht und nicht dran hängen bleibt. Nicht runterfallen. Hast du nicht gemacht, Max. Hast du nicht gemacht. Das war knapp, ey. Meine Front erhebt sich Nein. und da ist die Magnetbahn. Oh, boah, hab ich noch? Hab ich noch? Hab und ich noch, sag ich. Ey, das ist so ein Kampf mit dem Ding. Aber kriege ich euch eigentlich noch irgendwann, oder? Alter, das von war ein Spiel, hätte der Stolz auf mich. Das zu fahren? Oh, ich will das alles sehen, oder? Ja, vielleicht werde ich noch so verwundet werden. Wir weg. Oh. Bin ich aber auch langsam Druck von hier. Ich hab so Probleme. Ist er Jog? Is what it is. Nein, Kante. Nein, komm! Ja, oh, gut. Das war Seh geil. Ich gar nicht ein. Man hat ja Fluro einfach mal. Nein, Andi, warte. Ach nee, nicht so, Alter, nicht so. Doppelter Führungswechsel. Scuderia. Scuderia. Wo bleibt der Motorschaden bei Ferrari, wenn man ihn braucht? Hast du guck mal, wer das ist. Oder gegen ihn? Ja, ich hab mich gedreht und hingehört. Ja, jetzt überschlag ich mich. Mit dir ist vorbei. Kotzen von diesem Auto. Nein, voll. Also noch gar nichts entschieden, ja, also noch nicht mal bei der Halbzeit. Dann ich meine, der Kampf um die Führung ist noch ziemlich krass. Geil wäre jetzt. Ich brauche keine Halbzeit. Mal gucken, ob das nicht so bereit, wenn keiner von uns dreien hier am Ende gewinnt. Na, nur noch nix und ihr werdet alle nicht verlieren. Wir sind auch noch nicht so weit weg. Wo ist denn eigentlich der Alpine? Ja, aber ich verliere eher auf euch, als in der letzten Runde habe ich verloren. Der Abstand auf Chris ist ein bisschen größer geworden, aber das ist egal. Ja, aber wir haben aktuell 5 und 6 an, ich glaube wir sind gut teamwork-mäßig unterwegs. Nein, ich habe zu früh eingelegt. Wenn ich nur wüsste, wo der Alpine gerade ist. Oh! Ja, Ray, der Ball, Alter. Team Alpine. Bin ich Team. Doch. Alpine ist 11. Oh, yes. Oh, na dann sind wir doch nicht so gut, ne? Oh. Na wir schon. Da müssen wir noch ich weiß, da müssen wir noch was raus, aber ich probiere mal Platz. Probier mal aufzuschließen nach vorne. Kein Problem, ich hab fast deinen Windschatten. Ich bin gleich dran. Ja, Pluto, du weißt, dass man da runterfällt. Schwerkraft setzt ein. Nein. Oh, da gab's einen Streit zwischen Paul Walker und Dominic Toretto. Das ist Toretto eigenständig. Mit Brian O'Connor, besser gesagt, dann. Bist du da so viel schnell? Gehst du da einen vierten im Looping? Ja, ich gehe da einen vierten. Ah, das erklärt es. Aha. Danke für den Tipp. Erstmal einen dritten gehen. Finde ich auch. Ferrari. Zweiter, hallo. Komm, Windschatten. Droh, warte, non. Ich bin immer nach hinten schauen, dass ich ja nicht überrundet werde hier. Also vom Zeitfortschritt merke ich nicht so viel, muss ich sagen. Die Sonne chillt sich ja mal richtig ein ab. Dachte ich, stelle ich da schön Morgengrauen ein und das dann so ein bisschen Zeitfortschritt ist, aber nö. Wann kommt der Schnee? Gar kein Bock, das Ding. Hauptsache es regnet nicht. Was ist los? Okay. Kommst du nicht mehr ran? Also wenn ich meine Zeit rechne und das mal 4 rechne, mal 5 rechne, ich habe auch fest unterbewusst eingestellt und nie aufliegend. Jonathan, du kannst schon mal kurz auf die Bremse gehen. Du kommst eh nicht ins Ziel. Nein, das mach ich. Ach, das machst du. Nein. Es soll ja noch spannend werden hier. Ja, ich will nach vorne auch halt kommen. Die Stellen kommen noch, das weißt du. Hinten ist doch viel besser. Hinten sind nicht so viele Gegner. Hier ist, glaube ich, ein Wien oder so. Und Nase. Max, fährst du Automatik? Nee, ich fahr keine Automatik.
Wart irgendjemand von euch Automatik, außer ich? Ja, ich. Deswegen sind wir auch die Letzten. Du Scheiß, gell? Perfekt. Ja, ja, führt eine neue Klasse ein, die Automatikklasse. Ja. Ja, wenn der den 6. schaltet, verliert man halt mal schön 20 km/h. Das ist der verreckt, der verhungert gerade. Ja, den 6. brauchst du halt einen Abschnitt auf der Strecke, sonst nicht. Und dann habe ich halt einmal den Looping weniger geschafft als du und deswegen sind wir noch wegen Unterschied. Oh, fast Grip. Aber Automatik kannst du echt knicken. Oh, das Sorge ist halt, ich war Zweiter. Ich hätte richtig was draus machen können. Komm schon. Ich sag mal, so wie der Wagen rutscht, fühle ich mich echt wie nach 21-21 damals. So random Oversteer. Richtig. Ja. Auf einmal keine Aerodynamik mehr, ich weiß gar nicht warum. Dabei ist das Ding doch so windschnittig. Ja. Ist das Ding überhaupt eine Vorderscheibe? Das kann jetzt nicht sein. Es hat eine Kuppe. Und eine Vorderscheibe. Ist ja extra so eingelassen. Daniel! Ja. Oh, ist abgeschlossen. Oh nein! Ha? Nein! Wer kennt nicht die klassische Vordersitzscheibe? Das ist aber jetzt Andi, jetzt machen wir uns aber echt gut. Wir arbeiten unser vorne, Chris, ich sag dir. Ja. EMP wurde gezündet. Ah, ich glaube, hier ist noch gar nichts. Der Hardy Masterblatt. Supply, also hinten sagen, bleiben, glaube ich, die Plätze so, da ändert sich das. Wir brechen das Rennen ab und trinken ein Bier lieber, oder? Ja, dadurch, dass Daniel weg ist, ist natürlich ein bisschen hier der Titelkampf. Hier vorne ein bisschen. Aber. Ja, wenn du mich auch in die Bande drückst. Ich? Scheiße. Ja. Ray ist schuld. Jetzt warst du neben mir. Am Anfang war der Umschwung. Nee. Ich? Das war Daniel. Ich war doch vorne. Oha. Deswegen habe ich ja gesagt, Team Brian O'Connor und Dominic Toretto kriegen sich in die Haare. Ich habe einen ganzen Namen gehabt. Wir sind eigentlich meine Team. Hast du eine kleine Familie auf welchen Plätzen? Also weißt du, jetzt wird die Schulter noch auf mich abgewälzt. Ich war da gut, keine Ahnung, 5 Pil-Längen vor euch. Ja, man muss dazu sagen, in Teil 1, da ist ja, sind die sich beide sich ja noch nicht so einig und. Ja, richtig. Ihr habt die Fahrzeuge aus dem ersten, deswegen passt es. Das war, war leider dann unser Teamfehler. Au. Dadurch der Zug erwischt. Ja. Hat das Timing nicht so gepasst. Die ganze Fast and Furious Saga hätte beendet werden können, wenn Toretto und Brian aber 2 Sekunden später losgefahren jetzt wären. Jetzt geht's einfach endlos weiter. Gerade dass man von, bei Forza nicht. Ich glaube, ich habe die letzten beiden, die automatisch schalten gesehen. Kann. Ja. So wie es in echten noch Autos keine Lust gehabt. So, und jetzt heißt es ganz sauber fahren, da komme ich ran. Ja, so weit ist er gar nicht weg. Wo zur Hölle seid ihr denn? Ich sehe nicht mal auf der Minimap noch irgendwie. Ja, aber jetzt lass mich einmal da irgendwie überschlagen. In diesen Teufelsstellen. Ist ja bei mir sozusagen auch noch ein Überschlag. Oder halt einmal. Ja, genau, müsste. Eben deswegen. Dass es einmal bei mich irgendwie nochmal hängen bleibt, dann ruckzuck wieder. Da ist noch gar nichts entschieden. Ja, wie gesagt, wir drei da vorne werden es nicht gewinnen. Deswegen. Jetzt ist es schon gleich aus. Nee, komm noch mal her. Schaltet euch nur gegenseitig aus, vielleicht komme ich dann irgendwann mal näher. Also wenn dann Ferrari nicht rankommst, ja, bitte. Solange er funktioniert, der Ferrari, ist er schnell. Ja, merkst du selber die Aussage, ne? Oder solange man den Teamfunk ausmacht. Haben wir eine Rakete in Auto verführt? Und ich habe wieder bloß mit Wandkontakt geschafft. Weiß nicht, ich sehe das immer positiv. Seit Anfang kommt mit 2 Euro von Fly to the Moon. Fly to the Moon. Ja, wenn du so potent vor allem kompetente Space Marines am Start hast, dann. Ja. Okay, der Trick ist tatsächlich mit dem leichten und dem Hinterteil an die Wand anzuklatschen.
Dann kriegst du so einen Bouncer und dann kannst du dich nochmal. Ja, so viel zur Theorie und schon überschlage ich mich. Perfekt. Nein, stell dich auf, du dummes Fahrzeug. Ja, da haben wir jetzt genau den Effekt, den ich prophezeit habe. Jawohl. Geil, ich fahre jetzt hier auf dem Geländer. Nein. Ja, danke, aber ich hänge trotzdem hier. Nein, stell dich doch jetzt wieder auf. Nein, ja, ich glaube, das war's für mich, das Rennen. Ich überschlage mich auch. Alright. Wenn du die Autoposition zurücksetzt, dann kannst du weiterfahren. Nein, das ist doch lame, wenn man das macht. Du musst es selber hinkriegen. Ja, das geht aber nicht. Geht es nicht? Ah! Scheiße. Ja, dann muss ich das halt machen. Wo ist denn das? Blitz. Ah, da. Komm doch mal zurück. Okay, ja, jetzt kommt wieder her. Und damit ist alles vorbei. So schnell geht's. Die Aufholjagd beginnt. Komm, Lukas, bitte. Ich bin jetzt irgendwie näher an euch dran. Ja, du bist jetzt näher bei mir dran, weil ich habe mich gerade ein bisschen überschlagen, Andi. Ich muss mein Auto. Was war das denn für ein Cheat? Oh mein Gott. Nein, Mann. Ich habe einen Schalter überholt. Doch, muss ich. Sonst hat es nicht geklappt. Jetzt bin ich wieder hinten. Ja, haben wir. Haben wir nicht. Ludo, komm mal ran. Nein! Doch, haben wir. Nice. Let's go. Ah, nein. Ah, danke für den Boost. Gegen Lenken. Weiter. Ja. Das war gut. Nein, Lukas. Jetzt haben wir noch einen. Komm. Danke für den Boost. Die Firma, danke. Das war eine richtig Kackrunde. Wenn du überlegst, die letzte Runde in der 59 geschafft, das jetzt in der 10... Boah, keine Ahnung, 10, 20 oder was das wird. Also 30 Sekunden da jetzt wahrscheinlich verloren in dieser Stelle. Das könnte meine erste gute Runde sogar werden. Runde 2 war bei mir mit der 954 ganz okay. Geht aber besser. 954? Okay. Scheiße. Mein Beste, also 59 meine Beste und das ist jetzt eine 10, 30. Ich habe 40 Sekunden jetzt da verloren an der Stelle. Also ich habe eine 953. Sag ihm, was hast du denn gemacht? Ich war auf einer unsichtbaren Bande von der Bande. Ah. Perfekt. Oh ja. Ja, da war ich auch. Ich bin ein richtiger Bandenkrieg. Digga. Wow. Aua. Lukas, komm nochmal vorbei, ich hab Kekse und Tee. Ja, soll ich auch das jetzt muss ich hier perfekte zwei Runden am Ende fahren und hoffen, dass Pluto nochmal einen Fehler macht. Und nur der nix. Hallo, du nächstes in die Chili ja und setzen sich direkt zurück. Nee, okay, ist ja okay, wenn es nicht anders geht, dann. Ray, ich hab nur noch nichts in deinem Team. Aber mir ging es aber wirklich nicht, weil ich da wirklich hang. Aber gut, wie gesagt, 40 Sekunden verloren, ich glaube, das tut ist weh. Mein Team immerhin gut, oder? Toto, kein Druck mehr, du musst nur ganz safe zu Ende fahren, ohne einen Fehler. Ja, zu ja. Kein Druck, oder so, nur kein Fehler. Das war doch eine Kacke gerade. Jetzt überleg mal, Pluto, wie schlecht ein Überschlag wäre oder ein Dreher. Also das muss doch jetzt echt nicht sein. Was sagt denn deine Rundenzeit? Meine? Ja. 948. Ach gut. Yo. Mal eine Frage, wieso deine? Bin ich jetzt plötzlich Elfter? Ja, 47,7. Ah, ja. Wäre ich rausgeflogen. Weil Daniel Filmexperte ist. Filmexperte. Das ist auch schon sehr lange her. Da bist du jetzt einfach 12. fertig. Ich bin ich immerhin nicht letzter, mein Spaß. Ich bin in deinem Team also eher schlechte Idee. Na, nö, jetzt bist du noch in meinem Team. Also wenn Ray und Chris noch einen Fehler machen, ist er vor dir noch drin. Da bist du Erster, bin ich auch. Nö, nee, ich habe jetzt meinen Fehler fürs Rennen gemacht. Ja, ja. Also entweder dabei, Jonathan überschlag dich. Oder geh einfach mal auf die Bremse und so. Nein, Max, das tue ich nicht. Doch, mach das mal. Nein! Das ist besser so, das ist eine gute Entscheidung. Ja, ich hab Chris kurz gesehen, dass ich doch noch erleben darf mit diesem Rennen. Ja. Das ist ja unglaublich, Mensch. Ich glaube, du hast ja wieder ein paar Sekunden bis wieder angekommen, als ich mich phänomenal überschlagen habe und mein Peel auf der Glaskuppel im Kreis gedreht ist. Hab ich nicht gesehen, mach mal noch. Ich probier nicht nochmal, nee, mir ist dabei schlecht geworden, ey. Schneit es bzw. regnet es bei euch gerade auch? Nee. Nein. Also da in einem Looping schon, aber jetzt natürlich nicht mehr. Sag mal, wie weit bist denn du hinten, Lukas, dass du auch gleich in einer anderen Season gelandet der bist? Ist direkt hinter mir eigentlich. Also nicht direkt, aber so 20, 10, 15 Sekunden. Ah, ja.
Also ich will da nichts sagen. Ich fahre jetzt erst in die Steine. Also ich krieg jetzt erst die vierte Runde. Ach, da bin ich schon eineinhalb Minuten. Ich habe sie gerade beschritten. Nee, warte, ich bin noch gar nicht so weit. Ja, bei mir regnet's auch. Außerhalb des Eisbiomes. Was? Ja, okay. Wetter ist nicht immer gesund. Ja, Lukas, scheiße gelaufen. Echt? Aber jetzt im Canyon wird es doch nicht regnen, oder? Ja, jetzt hört Richtung Canyon hört es gerade auf, aber Andi, ja. Ich würde mal lieber nach deinem Motor gucken. Vielleicht war das gar kein Regen, sondern Motoröl, was du aus deinem Motor verlierst. Alles so, gut. Ich habe den Auspuff entdeckt, da fliegt ab und zu ein Fisch raus oder eine Dose Ravioli, aber eine Dose Ravioli, flop. Oh Gott, das Kopfkino. Oh, warum muss ich mir sowas nur bildlich vorstellen? Alter, wie weit ich hinten dran jetzt hängen, das gibt's ja nicht. Ja, tell me more. Ich komm in meiner Welt. Das sind die besten Runden von euch. Was sagen dann die 9. bis 11. Platzierten? Die sind weg. Also zum Glück 10 und 11 ist weg. Ja. Ich fühle mich hier sehr einsam. Aber das beharrt auf unserem eigenen Fehler. Ja. Mhm. Automatik ist Maxi, der Fehler. Maxi, bist du denn wieder 9. Wie ich 9. bin, dass Daniel rausgeflogen ist, das hat mir einen Platz gegeben. Ich habe vorher noch gesagt, dass du das nicht bekommen hast, ja. Ich war knapp hinter dir. Also Daniel, hast du gut gemacht. Ah ne, ich kann nichts trinken. Ich wollte gerade das Lenkrad loslassen, aber irgendwie geht das nicht. Also den, du weißt schon, das Ding zum Lenkrad, den. Den Lenkstick. Nicht das Lenkrad. Ich habe mein Lenkrad nicht auf Bord für das Rennen. So schlecht vorstellen kann bei so langsamen Kisten. Durch sanfteres Fahren könntest du da, glaube ich, gut was an Zeit gut machen. So oft wie du bei der Karre gegenlenken musst, ist das ein Knochenjob hier. Wo es Feedback noch dazu, wenn du eine Wand streifst und so weiter, geleckt mich am Arsch. Ich glaube, da kannst du ein Fitstudio sparen dabei. Ich wollte es gerade sagen. Und wie heißt dein Fitnessprogramm? Biel. Das große Biel-Rennen. Biel-Goliath-Rennen mit Lenkrad, jawohl. Ich müsste nur auf die andere Spur, Alter, wie weit die haben jetzt auch schon. Ich sage gerade, Ray, dass du direkt hinter mir bist. Aber. Ja, es ist schade, ey. Es ist super schade. Es ärgert mich jetzt richtig, dass ich da so viel Zeit verloren habe. Warte, wie das aussieht, wenn man in Innenansicht fährt. Das ist ja passiert. Also ich glaube, egal wie gut ich fahre, ich kann es nur noch schaffen, wenn ihr Fehler macht. Ja, davor fährt er. Nicht wieder gesehen? Ich hab dich wieder gesehen. Nein. Da unten, da hinten. Ich hab dich gleich. Aber mal gucken. Der Undercut läuft. Warte mal, guck mal. Noch ist alles geil. Drin. In Ferrari auf der roten Bahn gesehen. Kann das sein, dass das wieder gerade hat? Pluto, wie viel musst du noch fahren? Beinahe die Ferrari-Tätigkeit gemacht, hier ist die Nalla. Aber gib ihm. Da hab ich schon hinter mir. Also mittlerweile spüre ich meine linke Hand nicht mehr. Ich glaube, ich komme ein bisschen ran. Beendet mir jetzt diesen Albtraum hier, bitte. Ja, ist noch eine Runde. Nein. Also noch knappe, genau, 14 Minuten. 14 Minuten, oh, sterbe. Naja, vielleicht ist Pikachu einfach nicht so windschnittig. So. Man muss die Ohren anlegen. Mhm. Einfach Wall-Checker einsetzen. Tust dir das zwar selber weh mit, aber geht schnell nach vorne. Ich habe das Gefühl hier, das endet nie. Also ich fand die Zeta-Rennen, weil hier ist doch ein bisschen Speed dabei. Mit Zeta-Rennen ist halt einfach gefühlt Stillstand das ganze Rennen gewesen. Ja. Das war auch sehr nicht wieder auf. Das Zeta-Rennen war spannend, aber das hier finde ich irgendwie witziger. Ja, witzig ist es. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Irgendwie darf ich diese Stelle nicht schaffen. Bis auf, dass ich jetzt dann Krampf im linken, im rechten Zeigefinger habe, geht's eigentlich. Nein, bitte nicht. So, am rechten. Das ist Andi, ich fahr gerade über dich drüber. Ja. Der bremst verliert. Oh nein, ich hänge schon wieder fest. Nee, meine linke Hand ist eingeschlafen, so meint das.
Ja, come on. Perfekt. Ich hab häng dich bitte nochmal auf. Dann komm ich noch. Also ohne Einschlag schaffe ich es nicht auf jeden Fall. Hi. Das wäre echt. Oder ich hol Kuro, ich hol noch was, wenn ich die Achterplatz werde. Ja. Dann... Alter, verzweifelt doch. Jetzt können wir die Schlüssel stellen, das ist der Runde. Alter, Karre, ich dachte auch echt, die Umrundung vom Baum wird so schlimm. Und wird da anscheinend von sein. Aber nur in der ersten Runde schon. Nein! Ich schon wieder. Ich hab Kuro geholt, das ist ja ein Ding hier. Ja, ich komme nicht weg. Ja, Autoposition, das ist gut, bleibt dann noch zurück. Ich bleib schon wieder hier hängen. Das hab ich schon drei Mal. Was ist denn das für eine Verarsche bei mir jetzt, dass ich hier immer hängen bleib? Ach so, wird das nichts mit dem Aufholen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Alter, endlich. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Nice. Schade. Aber ich mach's dir gleich, ich weiß nicht, hast du da irgendwas verloren oder sowas, wo drauf ich ausgerutscht bin? Die ersten zwei Runden ging's und seit der dritten Runde falle ich da auch auf die Nase. Ja, ja, nö, irgendwie, ich versuch grad irgendwie was anderes. Problem ist, wenn ich zu hoch anfahre, dann überschlägt's mich. Wenn ich zu mittig anfahre, dann bleib ich unten einfach hängen. Also ist egal, wie ich's mache, ist grad scheiße. Deswegen versuche ich jetzt in der letzten Runde nochmal was anderes. Jetzt von der Wand bitte weg, dankeschön. Aber das wird mich dann auch nicht mehr retten. Nein, mein Podium könnte ich noch schaffen. Mal gucken. Ja, okay, wenn du das nicht schaffst, dann hab ich dich geholt. Aber ich bin korrekt hinter dir. Aber ich glaube, die Runde war ich jetzt sogar richtig schlecht sogar. Meine Runde wird lausig. Ich habe 2 Minuten, also eine Stelle verloren. Ja, ich bin jetzt gerade auch an der Mauer gehangen. Ja, wobei, Rundenzeit, wenn ich es jetzt gerade beobachte, könnte sogar ganz okay sein. Wobei, das ist nicht gut. Das ist schlechter als die vorhin, aber wie gesagt, ich bin auch wieder hängen geblieben, leider. Ja, Kuru, alles gut, ich überschlag mich auch schon mal für dich. Sehr gut. Ich habe mich aber wieder hingestellt, aber jetzt hänge ich hier mit 60 km/h. Wird schon reichen, hoffe ich. Ohne 9,57, gut. Wenn ich das noch ohne überschlagen und hängenbleiben hinkriege, dann wird das noch besser. Aber das werde ich nicht mehr schaffen, ich glaube, das wird eine DNF-Aktion. Ja, wie gesagt, die 40 Sekunden, die tun jetzt halt immer noch weh bei mir. Weil ich dachte, ich werde halt irgendwie doch nochmal zurückgesetzt oder ich schaffe es irgendwie aus eigener Kraft. Weil mein Vorsprung war ja gewaltig zu Kuro. Aber jetzt ist genau umgekehrt. Ja, wer weiß, was bei mir noch passiert, die Runde. Ja, aber du weißt ja, dass du zurücksetzen kannst. Also du wirst ja keine 40 Sekunden verlieren. Dann müsstest du jetzt ja quasi zweimal so eine Aktion reißen. Okay, weil jetzt kann alles passieren. Ich habe jetzt gerade auch gedacht, an einer Stelle 2 Minuten bei mir. Ich bin hier voll im Geschwindigkeitsrausch. Ja, also, halt auch sagen wir mal so. Das fühlt sich nicht an wie D-Klasse. Nein, nee, das definitiv stimmt. Nicht. Doch. Sondern wie C. Richtig. Ist auch nicht besser. Also vom Handling her wäre es gefühlt schon Klasse E, aber von der Power, auch von der Beschleunigung. Handling, Schmendling. Ja. Das machen sie auch. Was hat denn der überhaupt für Reifen drauf? Die Oldtimer-Reifen, oder? Ja, Vintage. Die Weißband. Ja. Die guten. Schön klassisch. Mhm. Richtig gut für Grip, hab ich gehört. Fahr das Ding mit Serienreifen. Und auch auf über Grip. Serienreifen ist auch abenteuerlich. Ich hab's vorhin schon gefahren. Das müsste jeder mal an der Inselansicht fahren. Ne? Boah. Nee, danke. Oh Gott. Die Innenansicht gar nicht gut. Nee, das ist ja gefühlte Raumschiff. Passt ja perfekt NASA und was und so weiter. Letzte Runde nochmal push, head down. Oh, 9,57. Auch ganz gute Runde. Ich habe eine 9,56, aber ich habe das gleiche Gefühl, das war meine erste Runde. 9,57 war jetzt die jetzige Runde, aber ich drehe mich fast ein.
nah und doch so fern. Kann auch sein, dass mich Kuro so nervös macht. Ja, Kuro, das hat Kuro so an sich. Der macht sie alle nervös. Moment, der macht dich nervös. Ja, was hat der? Ja, nervös macht der Kuro. Wie wär's mit Nein? Der hat mich vorhin so nervös gemacht, dass er sich zweimal verschlagen hat. Ja, siehst du mal. Von der Bande abgeprallt, die Nervosität. Direkt auf ihn zurück. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja. Genau. Wer sitzt bei der Pikachu, oder? Warte, Elf, da hängst du wieder am Baum. Nö, weil das Auto gibt irgendwie kein Gas mehr. Ja, mein Controller ist am Arsch. Keine Ahnung. Macht doch viel Funktion. Nee, das ist, wenn du da irgendwo hängst und dann Gas gibst und da dreht er sich irgendwie voll ein. Das ist richtig schlimm. Weil das wird schon ein paar Mal passiert. Ja, bei mir jetzt leider die letzten zwei Runden jetzt jedes Mal. Das kostet leider so viel Zeit. So viel schneller sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, weil. Automatik. Ja, aber echt so. Oh, ich habe auf Ding auf jeden Fall den Abstand vergrößert vom Gefühl her zu Acid. Ja, Automatik ein bisschen sogar. Ist so toll. So 00 nix sehe ich es gleich an der einen Stelle, wo er gerade vor mir war. Wenn ich jetzt. Kann auch sein, dass Vorsacker drum spackt, weil da stimmt ja auch nicht. Hi Chris. Hallo. Du hast aufgeholt, ja. Was war das? Mein kleiner Überschlag in der Runde davor. Ja, ich bräuchte auch nochmal so 20 Runden. Also, wann treffen wir uns für 50 Runden Challenge? Ach, ich wäre dabei. Also, ich glaube, bei 50 heute Abend. Runden, ich wäre auch dabei. Rechnet euch mal aus, wie lange wir unterwegs wären. Also, ich wollte gerade sagen, eine 50 Runden Challenge mit der Karre können wir gerne machen, aber da kaufe ich mir vorher einen Toilettenstuhl. Ja, 7,5 Stunden ungefähr. Ein Toilettenstuhl, vielleicht nochmal hier Getränke. Bier, ein Bierfass, Rucksack und ein Toilettenstuhl. Ja. Los geht's. Aber Andi, ich bin ja genau hinter dir, hier riecht irgendwie verbrannt. Ich würde mal gucken, ich glaube, dein Auto brennt. Geh lieber in die Küche und guck, ob der Ofen aus ist. Nein, Ray, da hast du den Checkpoint verpasst. Ray, du hast das nochmal vergrößert gerade. Wie hast du den Checkpoint verpasst? Auf was die keine Ahnung, ich bin durch die Fahrt. Ich bin durch die Fahrt. Ja, ein paar Meter mehr sind es, aber nicht viel. Ja, wie gesagt, an dieser einen Stelle halt wieder Zeit verloren. Das, wenn ich die mal hinkriegen würde, aber das würde mich dann auch vielleicht nur 5 Sekunden oder so ranbringen. Dass das Auto noch nicht so umgekippt ist in der Kurve, da freue ich mich. Nein, jetzt krass ist mir ja passiert. Ich glaube, ich habe auch aufgenommen, Chris. Oh oh. Das Ding ist, wir fahren nicht nur jetzt gegen die Strecke, sondern wir fahren jetzt vor allem gegen Pluto, weil der wird uns alle finishen wahrscheinlich, bis auf 0-0 nix. Ja, wenn es gut läuft. Pluto, bleib doch mal stehen vorziehen. Weißt du, ey. Ja, Pluto zu viel Vorsprung, der könnte jetzt mal kurz aufs Klo gehen und wieder kommen und überrennen noch auf dem ersten. Ja, nee, disconnected. Also. Weißt du, kurz vorm Ziel, Pluto disconnected. Bam. Hättest du dich fühlst. Das ist eine Blamage. Mann, was ist denn mit dem scheiß Karren los? Was ist mit vorne? Ich seh dich im Rückspiegel. Ich seh dich auch. Geil. Ja, und ich werde es gleich überrundet. Wie peinlich sind sowas? You have to box now. Schießen ab mit Ludo. Das ist für alle von Interesse. Ja, mein richtig ich halte ihn auf. Schieß ihn ab. Blockieren, Roadblock, ich egal was. Wirf eine Banane. Blauer Panzer. Egal, genau. Ich bin gelb, ich bin die Banane. Warum macht eigentlich nicht hier dieses Bombending da? Die Bombe, die muss doch her. Ja, sorry, die Rakete da muss gezündet werden. Ja, sorry, aber ich habe leider 2 Minuten unter dem Baum verloren. Dann pflanzt den Baum aus. Ja, jetzt seid ihr mal nicht so. Es war klar, dass du ein kleiner Happy Tree Friend bist. Ja, genau, was passiert denn jetzt? Inhala. Hä? Alter, was macht der Lenker? Pluto einfach jetzt den letzten Abschieß, ey. Richtiger Asimus. Das gibt eine 5 Stunden Zeitstrafe. Richtig schlechter Gewinner ist das. Ekelhaft. So. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Die Gegner.
Boah, geil, jetzt habe ich die Stelle geschafft, ohne dass ich eingemettet bin auf die Magneten drauf. Erste Mal. Ich bin wieder eingeschlagen, also ohne Kontakt schaffe ich es nicht. Das kannst du so vergessen. Oh oh. Ohne Kontakt schaffe ich es leider nicht. Ja, ohne Kontakt ist auch was. Er riecht ja gleich, also gleich sein Ferrari am Hintern. Warte jetzt hier auf Ray und fahr dann mit Ray ins Ziel. Oh nein, bitte nicht. Uro, willst du vielleicht nochmal am Baum hängen? Nein. Ich würde hier sehr gerne noch gerne vorbeikommen. Einfach aufgrund. Das gibt's nicht, ey. Jetzt bleib ich hier wieder hängen. Es ist. Ich kapier's nicht. Die ersten zwei Runden war das gar kein so Problem. Ich bin immer ungefähr, glaube ich, die gleiche Linie gefahren. Aber. Ja, wenn ich mal nur meine richtige Linie wieder finde. Also. Ich glaube, oben Radfahren ist halt echt Quatsch. Los, ich glaube, du musst eher unten bleiben. Ich bin immer so Mitte leicht oben gefahren. Und dann runtertragen lassen, wieder auf die Magnetspur. Problem ist, wenn du zu krass fällst, dann hebt er, also dann dreht er sich weg quasi, dann überschlägt er sich quasi. Ja, ich halte den letzten sechsten ganz spannend, Mann. Du musst dann in die Richtung lenken, in die du fällst, dann überschlägt er sich nicht. Naja, da klatscht er aber genauso hart ein, also es ist... Ja, aber man überschlägt sich nicht. Hat mich jetzt wenigstens an. Doch, 30 Sekunden und so war hier von erlöst. Also ich schaff's auf jeden Fall nicht mehr. Wahrscheinlich auch nicht. Hoffentlich. Also ich gebe mir noch mal nicht, ob ich es schaffe. Ich glaube, ich schaff's noch. Ich bin gerade erst mal auf der Magnetbahn. Ich war nicht mehr dahin, wo ich eigentlich... Ja, Runde wäre sogar gut gewesen, glaube ich. Ja, jetzt sind Bruno bei auf jeden auch. Fall. Da hat sich das Training ja gelohnt. Ja. Weil, seien wir ehrlich, hätte ich diese 40 Sekunden nicht verloren, glaube ich. Ja, wäre knapp gewollt. Ja. Ja, aber ich hätte meine Fehler gemacht. Oh, Jesus. Alter, endlich. Da hat uns, Andi, da hat uns die Erfahrung gefehlt, ja. Ich würde tatsächlich auch eiskalt sagen, dass alle disqualifiziert sind. Also ja, finde ich auch. So sieht's nämlich aus. Nee, ich glaube, der Ferrari muss disqualifiziert werden, weil sein Motor noch gelaufen ist am Ende vom Rennen. Achso, ich habe auch ein DNF. Eben. Wir haben, glaube ich, alle ein DNF. Außer die ersten. Also ich würde sagen, ihr werdet das perfekte Ferrari-Cosplay gemacht. Ich war auf eine Runde schnell, aber komme trotzdem nicht ins Ziel gekommen. Ja, so sieht es nämlich aus. Ihr werdet alle disqualifiziert, nur die Automatik. 401.000 Credits, das ist doch wenigstens eine Entlohnung. War jetzt richtig so spannend. Wunderbar, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit dem großen Peel Hot Wheels Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Wird es so schnell nicht nochmal geben. Aber vielleicht gibt es ja mal noch das große Peel Rennen auf der Hauptwelt. Wir werden das herausfinden, dann werden wir dort allerdings, glaube ich, mit ein bisschen weniger Leistung antreten müssen. Ah? 3 PS reichen. Ja, sagt man so. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Wir wünschen euch ein wunderbares Restwochenende und sind raus an der Stelle. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.